Wenn das okay ist für dich, ja? Ja, ja. Okay, passt. Also ich bin ready, Peter ist ready. Yes. Du klatscht und dann geht's los. Ich habe den Klatsch nicht gehört. Aber trotzdem. Hello, big boys and girls. Fuck it, we do it live. Willkommen in einer neuen Episode bei den Scene Talkers. Heute haben wir da, Mister, bitte stellen Sie sich vor. Hallo, ich bin der Chris von Sinita. Nice. Sinita, kann man sagen, Deathcore aus der Steiermark. Ja, ihr seid alle aus der Steiermark, oder? Kann man sagen, ja, genau. Bisschen verteilt. Deutschlandsberg, Graz, Burgenland sogar. Oh no. ein Castlelander. Kann man sich nicht aussuchen, ja. Wahlburgenländer auch noch. Wirklich? Hart, das sind die härtesten, ja. Nicht die von dort kommen, sondern sagen so, fuck it, ich zieh dort hin. Ja. Das ist sehr geil. Ja, auf jeden Fall cool, dass du da jetzt heute Zeit hast für uns. Und wir fangen sehr gleich einmal an mit einer Icebreaker-Question. Nämlich Touring, ja. Welche dicken Touring-Don'ts und Red Flags habt ihr schon mit anderen Bands erlebt? Oder welches Fehlverhalten habt ihr schon selber an den Tag gelegt, was ich gar nicht klar war, wo ihr im Nachhinein gedacht habt, so, war nicht so cool. Wo man dann zwei Wochen später um 3 in der Nacht schwitzend im Bett. Ja, man so, wacht oh auf. Oh Gott, was habe ich gemacht? Ja. So in die Richtung. Also auf der Tour. Ja, vielleicht. Ja. Don'ts. Aber das muss auch gar nicht unbedingt von euch sein, sondern eben, wie gesagt, von anderen Bands oder halt, was ihr schon mitbekommen habt von Erzählungen oder so, weil, wie gesagt, uns sind Fremderfahrungen sehr, sehr wichtig, auch wenn sie nur überliefert also, sind, weil das kann man lernen. Also, was wir gelernt haben von der Natur, Leute, die man nicht so gut kennt, und die auf der Tour dabei sein wollen, vielleicht, also nur sehr gute Freunde auf die Tour mitnehmen. Okay. Weil da ein paar Sachen passiert, die man nicht ahnen hätte kann. Also aber im Sinne von Freunde und Bekannte haben gesagt, hey, nehmt mich mit auf Tour, ich helfe euch. Ja, quasi genau. So in Richtung. Aber okay. Sehr Freunde. Ja. Aber wir haben gedacht, klar, komm mit und so. Aber da muss man sehr aufpassen. Aha. Ist alles gut ausgegangen. Aber so jetzt ist uns noch nicht so viel passiert. Wir waren erst auf einer Tour eigentlich. Ja, oder Weekender spielen oder so. Halt irgendwie herumkommen, das meine ich. Das mit Freunden auf Tour nehmen, das ist tatsächlich, da lassen sich auch oftmals vielleicht von der Euphorie sogar mitreißen. Also ja, boah, voll geil, danke, dass du uns hilfst. Und die Person weiß dann überhaupt nicht, was sie eigentlich auf Touren soll. Genau, und saft den ganzen Tag an. Naja, voll, weil für den ist das ja, weißt du, Dauerparty, dass da eigentlich viel mehr Arbeit ist als Party und für die meisten Bands sogar überhaupt nicht Party, sondern einfach nur Arbeit. Ist glaube ich, vielen Leuten nicht so bekannt. Also sicherlich jetzt Leute, die nicht in einer Band spielen oder keine Stage-Erfahrung haben oder so. Richtig, ja. Auch Verträge immer doppelt prüfen. Auf Touren, da ist uns auch was schon passiert. Ja, Jörg, da haben wir auch schon Erfahrungen. Was? Verträge doppelt prüfen? Ja, natürlich. Ja, sicher. Ja. Ja, ich glaube, jede Band. Ich wünsch einer jeden Band, dass sobald heißt, es gibt einen Vertrag, dass das in der benevolentesten Intention über die Bühne geht und alle gut aussteigen damit und nicht irgendeine Ausnehmerei oder so ist. Na, ich überlege gerade, wie kann man, wenn so ein Freundeskreis quasi aussieben, wie man mitnehmen könnte. Ist schwierig. Ich finde, die Person sollte zumindest eine Tour mehr gemacht haben als die Band selber. Ja, dann das ist das schon mal ein guter. Schlecht, ja. Also quasi, wenn man damit als Band noch nie unterwegs war, man hat einen Freund, der war schon einmal auf Tour, dann ist das sicher. Na, das ist der Experte.
Ja, genau, das quasi, ist das vielleicht sogar wichtig. Da weiß man zumindest schon mal, wie man es vielleicht nicht macht. Ja, oder kommt dann drauf, 5 Tage Partys. Ja, aber sonst bei irgendwelchen Shows habt ihr nichts miterlebt von anderen Bands, die sich ewig aufgeführt haben oder voll Diva gemacht haben oder so irgendwas? Oder habt ihr nur gut, ich meine, es wäre ja urleibend, wenn ihr nur gute Erfahrungen gemacht habt. Das ist ja. Ja, eigentlich hauptsächlich schon. Also Metal-Bands sind ja generell, oder vor allem Death und Deathcore-Bands sind ja generell ja so nicht so die sich dann Vollgas abhören oft. Mhm. In unserem Bereich und na, eigentlich nicht. Wir sind dann eher immer zurückgezogen im Backstage oder so. Ja. Man, klar hat man mal ein paar zu tief ins Glas geschaut haben oder so. Wahrscheinlich ein paar Mal gesehen, aber. Aber ich finde das ein lustiger Stereotyp, den ich sogar unterschreibe, dass je härter die Musik ist, je lieber die Menschen meistens sind. Ja, total. Würde ich auch unterschreiben. Weißt du, also, so die richtigen... Lieber im Sinne von gemütlich. Ja, ja, na, sicher. Also, aber ich sage mal so, die das Hotelzimmer anzünden und die Gitarren beim Fenster rausschmeißen, das sind die spielen Rock'n'Roll. Das gibt es ja eh schon seit den 80ern nicht mehr, oder? Aber ich meine nur die Rocker. Okay, 90er vielleicht. Die so richtig Rock'n'Roll machen, die glauben, sie müssen sich noch was beweisen. Und die Deathcore-Band sagt so: Naja, hörst du, was für Musik ich mache? Ich muss nicht noch tun, als ob ich irgendwie hart bin. Das ist so, genau. Ich bin danach so fertig, ich kann nichts mehr machen. Alle Aggressionen sind weg. Ja, voll. Ja, With and Destruction auf der Tour auch komplett ruhig. Kein Alkohol, gar nichts. Ich hab mal Black Tongue gesehen und die sind in der Location, sind beim Merch gesessen, haben irgend so ein Nintendo-Thingy gehabt. So, der Bildschirm war so groß und sie sind so drin gesessen mit 3 Controller beim Merch und haben gespielt. Wenn man es wollte, waren sie nicht, ja, aber you wanna play some tier, blah, blah, blah. Ja, und dann wieder weiter. Also es ist so, okay, naja, passt. Also, du hast gesagt, ihr seid alle aus dem südlichen Österreich, ne? Ja, genau. Genau. Cool. Und wir sind natürlich durch unseren Wohnort etwas Wien zentriert und dokumentieren halt sehr viel über die Wiener Szene und die jetzt wollen wir in die verschiedenen Subgenres und so. Und es ist halt immer ein bisschen schwierig, einen Connex zu fassen zwischen den anderen Bundesländern und Wien. Beziehungsweise dadurch, dass Wien ist, bleiben halt auch viele tourende Bands halt dort stehen und ist halt teilweise dann schwierig, dass aus den anderen Bundesländern da dann irgend quasi Local Supports hinzugezogen werden, weil wie in dem Namen halt steht, also wenn man jetzt, keine Ahnung, eine Show in Wien spielt und man sucht sich dann eine Band aus Graz, bringt das wirklich ein Benefit, ja, beziehungsweise was für eine Band muss das sein und so weiter und so fort. In den letzten Jahren hat sich in Wien wieder recht ein solides Netzwerk von modernen Metal-Bands gebildet. Wie sieht das in der Steiermark aus? Also ganz schlecht. Also ich weiß, also so im Deathcore-Bereich kenne ich eigentlich... Deathcore und Metalcore und, und so diese Richtung halt. Modernere also Metal-Musik. Es gibt ein paar alte Hasen, die gibt es noch immer, aber kenne keine neuen Bands oder so, die jetzt in den letzten Jahren gegründet haben und regelmäßig Shows spielen. Ich meine, ja, jetzt gerade schwierig, aber. Ich meine, jetzt ist sowieso schwierig, aber. Gab's in der Steiermark einmal quasi einen Haufen von Bands, die sich zusammengegeben haben? Welche Bands waren das und wann war das vor allem? Auf jeden Fall. Also, ich bin, der Sänger und unser Drummer sind aus Deutschlandsberg, das ist im Südwesten von der Steiermark. Und da 2010, 11, 12, da waren, also der Schlandsberg hat 10.000 Einwohner und es hat, glaube ich, 10 Bands gegeben, wirklich im Metalcore und Death-Metal-Bereich. Und es war eine richtige Szene. Es hat ein Jugendzentrum gegeben und das haben sich alle super verstanden. Welche Bands waren das? Regelmäßig Konzerte.
Zum Beispiel Stand Your Ground. Mhm. War dabei Trapped in Lies. All Frail Reject ist noch ziemlich alt. Path of Nero. Aber das sind hauptsächlich Bands, die vielleicht ein, zwei Mal in Wien gespielt haben und hauptsächlich in Deutschlandsberg und Graz und so, also wirklich Local Bands. Unhail, kennt ihr wer von euch? Wie? Unhail. Na, leider nicht. Okay, na, die war, das war eine große Nummer bei uns. Geil, okay. Könnte auch irgendwie, warte, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die sind schon noch, was steigen wir so, Corpse for Breakfast? Corpse for Breakfast hat es auch gegeben, ja. Die waren noch ein bisschen vorher sogar, ich glaube 2008. Ja. Oder so, aus Leibniz. Die habe ich sehr gefeiert. Ja. Gefallen, einfach. Das war die wildeste Partie da in der Gegend, der Zettel. Und ja, Parishion Mankind war ja auch eigentlich aus Leibniz und ja, Wien auch halb. Far, stimmt. Glaube ich, ja. Parishion Mankind, ja. Die waren bei Noisehead Records. Ja, genau. Gleich, ja. Boah, das waren Heroes für mich. Bist du der? Ja. Aber das war, glaube ich, 2005, das erste Album. Ja, die waren sogar noch ein bisschen früher. Die waren so mit quasi Hand in Hand mit Before the Fall und so. Ja. Mhm. Ja, das war schon geil, voll. Und was würdest du sagen, warum ist das über die Zeit, warum ist das zerbröselt? Ne? Schwierig. Hat's da keine Bands gegeben, quasi dieses Konglomerat zusammengehalten haben? Oder weil es gibt ja dann so hin und wieder so die Entwicklung, da kristallisieren sich dann ein, zwei Bands heraus und die nehmen ein bisschen mehr in die Hand als nur quasi ihr eigenes, ich möchte nicht Business sagen, aber halt ihre eigene Administration, sondern die sagen so, hä? Wir fahren jetzt wohin und da fahren wir gemeinsam und dann nehmen wir 2, 3, 5 Bands mit von dort, wo wir halt herkommen. Ist da keiner auf die Idee gekommen oder hat man einfach gesagt, na, wir machen unser Ding und wir bleiben da in der Steiermark oder können wir das ein bisschen beleuchten? Nein, irgendwie, es hat keine Band irgendwie so wirklich geschafft. Also es hat immer, im Lastnitzhaus war das in Deutschlandsberg so Konzerte gegeben, die von Local Bands organisiert worden sind. Mhm. Da haben dann halt 5 Local Bands gespielt und Before the Fall war zum Beispiel auch so mal da in der Große. Ja. Und ja, war leider nein. Das hat sie dann, also Unhail, so die größte Band, hat sie dann 2013 oder so aufgelöst. Mhm. Und von mir Freunde, die oft auf Konzerte waren, sind dann öfter in die Disco gegangen als aufs Konzert. Ja. Und hat dann immer mehr abgesplittet, dann haben sie immer mehr Bands aufgelöst und dann waren es halt nur mehr 2, 3 in der Stadt. Und das ist dann eh die Frage, weil ich meine, es gibt ja sicherlich noch genug, sagen wir mal, richtig junge Leute, die schon Musik machen oder sich mit Musik beschäftigen, sind die jetzt einfach in andere Genres unterwegs und damit meine ich jetzt nicht andere Metal-Subgenres oder so, sondern machen die jetzt alle Hip-Hop oder EDM oder keinen Plan? Also die meisten, also ich habe zuerst bei Infecting the Masses gespielt, ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Yes. Da der zweite Gitarrist, der ist jetzt DJ von einer anderen Band, der ist jetzt auch DJ, macht elektronische Musik, aber die meisten machen jetzt einfach gar nichts mehr, die haben sich damit abgefunden, dass oder die Motivation verloren. Aber da gibt's nichts mehr. Es wird auch von der Gemeinde sehr schlecht unterstützt, weil die Proberäume, das heißt seit 5 Jahren, dass die abgerissen werden, es kommen keine neuen Bands mehr rein. Mhm. Es gibt da keine Möglichkeiten, das Jugendzentrum gibt's nicht mehr. Boah. Das ist dann sicherlich eher sowas, eben, dass die Leute, die schon irgendwie Musik machen wollen, sind dann eher dann die Bedroom Guitars, das kann man zu Hause alleine machen. Oder eben fangen an, Elektronik oder irgendeine andere Musik zu produzieren, weil eben, da brauchst du kein Jugendzentrum, da brauchst du keinen Proberaum, das geht alles im Computer, im Castle. Genau, alles zu Hause. Ja.
Ja, es ist halt, sobald die Infrastruktur fehlt, ist es halt sau schwer, ja, weil du brauchst einen Ort, wo du halt ein Forum auf irgendeine Art und Weise, dass die Leute zusammenkommen, sei es jetzt ein Proberaumkomplex im Idealfall, ebenso wie der Neustadt Bandhaus, ja, oder halt diverse Kultur- und Jugendzentren, ne, allein wenn ich denke, zum Beispiel, wie heißt es, St. Burton Freiraum? Freiraum, ja, voll. Die haben sich ja komplett aufgewertet in Wahrheit. Das ist ja im Prinzip, das geht ja auch paar mit finde ich, mit der Szene Wien. Also da ist irgendwer auf die Idee gekommen, hey, das sollten wir vielleicht auf irgendeine Art und Weise fördern. Ja. Aber da habe ich auch generell das Gefühl, das ist leider sehr, sehr unterrepräsentiert, beziehungsweise man kann dann irgendwie als Band auch nur so weit gehen, ja. Ich meine, ja, wenn man sehen, zum Beispiel in Wien am Proberaum finden und so, ist ja auch tricky, deswegen hat sich ja der Verein gegründet, ja. Shoutout, der Verein, die einfach gesagt haben, fuck it, wir mieten uns jetzt wo ein und wir bauen einen Proberaum für mehrere Bands, ja. Also, Das ist natürlich super. Ja, aber das ist... Ich meine, ohne Eigeninitiative wäre da auch nichts. Ne? Ja, weil eben. Sonst muss ich mit irgendeinem Vermieter zusammentun, der Lokalitäten hat, aber nicht so happy ist, dass das ein Proberaum ist. aber irgendwie das ist halt eine Handvoll verdienen, Leute, die sich halt mit ihrem Privatvermögen jetzt hineinstürzen und gesagt, nein, wir gründen jetzt selber einen Verein und wir stellen uns auf die Beine und das ist ein Proberaum und Studio und Werkstätten und bla bla bla. Ja, aber da ist nicht, da kommt natürlich von der Seite von der Stadt relativ wenig bis gar nichts. Aber das kann ich schon mal verraten, wie wir mit den Vereinsvorständen von der Verein auch einmal ein Interview führen und das einmal bequatschen und dann zeigen, okay, so geht's natürlich auch. Ja, dann muss man das Ganze franchisen, das ist auch ein der Verein in der Steiermark. Genau. Gibt, nicht? Der Verein. Das wär's. Der Verein. Der Verein Franchise, ja. Also, bist du deppert. Also. Na, mit passender Infrastruktur. Ich weiß, dass die alle zuschauen. no pressure. es würden sich viel mehr Bands zusammentun, wenn es passende Infrastruktur geben würde und auch regelmäßige Konzerte oder so. Ich meine, jetzt nicht, ja. Ja, unter Normalzuständen oder so, oder? Mhm. Aber wie wichtig glaubst du, vielleicht um das ein bisschen anders zu beleuchten, weil du gesagt hast, es gab schon Local Shows, wo 4, 5 lokale Bands gespielt haben. Wie wichtig glaubst du, ist es, dass auch mal was Größeres, was nicht unbedingt local ist, sondern vielleicht schon ein nationales Ansehen hat oder international, dass das auch ab und zu mal vorbeischaut? Glaubst du, das ist wichtig für eine lokale Szene? Ja, natürlich, weil das zieht halt dann noch mehr an und schweißt vielleicht noch mehr zusammen, wenn da wirklich geile Bands kommen, die alle taugen. Es sorgt vor allem mal für Abwechslung, weil, wie du gesagt hast, da waren, 10.000 Einwohner und 10 Bands. Das kann man dann schon ein bisschen durchmixen und so, ja, weil dann ist der mal Headliner, weil die haben dann was Neues und dann sind die Support und bla bla bla. Aber 10 Bands kannst du nur so viel variieren, ja. Und im Sommer spielen so und so alle an einem Eintagesfestival und sowas halt. Stimmt, halt. Das war halt auch von der Infrastruktur abhängig, weil das Lasnitzhaus passen 300 Leute rein, vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, dann kannst dann auch keine richtig große Band mehr holen oder große Band. Und ja, finanziell, wir haben uns ja öfter überlegt, ob wir selber sowas machen mit 17, 18 Jahren und irgendeine Band holen, die gerade auf Tour ist. Hat dann aber nie funktioniert. Meistens hat dann finanziell nicht passt oder nicht getraut. Wollte ich gerade fragen, woran das gescheitert hat dann. Ja, und weiß ich nicht, wenn es die Szene jetzt noch geben wird, würde mich da schon einsetzen oder vielleicht was probieren. Waren damals noch zu jung. Aber das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo spielen wollt, müsst ihr meistens eine längere Autofahrt, also einplanen.
Ja, also gibt es eigentlich nur Graz, also Wien fahren wir alle 2 Stunden. Mhm. Also ja, eigentlich schon. Wollte ich gerade sagen, nach Wien ins U4 fahren und so, ne? Mhm, mh. Also wollte ich sagen, ja genau, weil wir bei dem Thema Bundesländer und Wien sind. Ich hab schon die Impression, dass eben zwischen der Hauptstadt und den Bundesländern schon irgendwie auch, also nicht nur eine Distanz herrscht, also eine Kluft dadurch, sondern halt auch irgendwie quasi eine subkulturelle Kluft. Mhm, irgendwie, ich mein, das ist sicher ein Gefühl und vermutlich falsch, aber ich habe das Gefühl, dass sich Bands aus den Bundesländern leichter zusammentun als Bundesländer-Bands in Wien. Ja. Mhm. Das ist aber, ja. Ich weiß nicht, ob das nur eine Impression ist oder ob das tatsächlich so ist. Ja. I don't know. Wir haben sehr viel mit Gärtner-Bands zu tun gehabt, schon. Mhm. Und oft in Klagenfurt gespielt, also wenn, dann waren Steiermark, also wenn du nicht in Graz spielst, dann spielst du in Klagenfurt oder Villach. Mhm. Und dann war erst Wien oder so. Und weißt nicht, Wien war das immer ein bisschen distanziert oder man hat halt nicht so die Übersicht gehabt von den Bands oder nicht von den Bands gehört. So. Okay. Weiß nicht, ich meine, mittlerweile schon mehr durch Spotify und mehr Werbung auf Facebook, Instagram und so. Aha. Aber damals, ich wüsste jetzt nicht so, welche Bands in Wien. Von wann damals redest du? Ja, jetzt du 2012 damals? Oder okay, so. Okay, dann ja. Also vor 10 Jahren herum. 10 Jahren, ja, so ungefähr. Also, Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass die Wiener Bands halt nicht in die kleineren Ortschaften auf 2,5 Stunden Autofahrt entfernt gespielt haben, nicht? Weil ja. In Wien ja. Kannst du aussuchen, ja. welche von den 8 Lokale, die gerade einen Slot haben, kannst du spielen. Ja. Naja, ja, also ich kann mich da schon daran erinnern, dass eine Handvoll Bands hat schon gern halt dann Weekender gespielt, ja, bis nach Vorarlberg runter, ja, also so Freitag, Samstag oder Donnerstag, Freitag, Samstag, wenn es dann langer war, ja. Also da schon und eben da hat man halt dann hauptsächlich Kultur Einrichtungen oder Jugendzentren gespielt, also oder beziehungsweise da war es halt relativ easy, ja. Mhm. Mhm. Oder so, wie kann man es nennen, so Gemeindehallen? Ist das? Ja, weißt du, was ich meine? So ein bisschen so Mehrzweckding, ja. Mhm. Wo bis 4 am Nachmittag ist Senioren-Bingo und dann Band-Contest. Das Band-Contest am nächsten Tag ist Frühshoppen. Ist halt auch, ich meine, das ist logisch. Da wird man, entweder man macht mehrere kleine Locations für eben die Senioren und für die Metal-Bands oder man macht ein fettes Ding für alle und schreibt Lagerhaus drauf, ne? Sponsor. Ja, das stimmt ja. Schon. Also hast du die Meinung, dass es schon auch diese seine Kluft gibt zwischen Wien und dem Rest? Ist schon eine kleine, aber okay. Und ist das gefühlt noch immer präsent jetzt auch wo es eben Social Media gibt oder ist das überbrückt oder? Weil ich habe das Gefühl, es ist halt noch immer. Es ist so, ja, wir fahren nach Wien. Ja, schon ein bisschen. Also wir fahren sehr gerne nach Wien, wir spielen auch gerne in Wien. Haben aber noch erst 2-mal in Wien gespielt, 3-mal. Mhm, und das war eigentlich immer geil. Ja. Und ja, je öfter man in Wien ist, desto mehr Kontakte knüpft man. Aber ich glaube generell, die Kluft ist schon ein bisschen da, ja. Ja. Hättest du irgendwelche Ideen oder Vorschläge oder zumindest Vorstellungen, wie man das überbrücken könnte? Wie könnte man sich da austauschen und sagen so, ey, eigentlich wir sind alles selber? Ganz salopp gesagt. Ja, man müsste irgendwie alle Bands zusammenbringen.
und wieder auf. Ein Kongress. Wir brauchen einen Plattform Kongress. Wir brauchen wirklich einen Kongress. Ein Gipfeltreffen. Jeder hat eine Stimme. Genau. Okay. Man sieht es doch mit so einem Ding, weißt du, etwas so ein Übersetzungshaini im Ohr hat. Steirisch, Vorarlbergerisch. Ich wollte gerade sagen, weil die Vorarlberger keiner versteht, oder was? Geschichte. Ja, oder ein Festival nur mit österreichischen Bands. So irgendwas. Naja, dass man sich halt mehr kennenlernt. Ich sag nur, das Riesending von Walter in Oberösterreich. Das Metal Night Outbreak, das ist eigentlich so ein Ding. Zwei Bühnen und sind fast nur Ösi-Bands. In Wahrheit. Das ist richtig. Okay. Ja, einmal war der. Ja? Findet heuer im Herbst, ich schau gar nach, ob ich es irgendwo finde. Es hat jetzt wie viele schon Bands spielt er? Da. Boah, viele. Ist immer viel. Das fängt ja schon am Nachmittag an und das zwei Bands, was so quasi, also zwei Bands, ich bin ein Dottel, zwei Bühnen, sorry, also damit das so ständig am Laufen ist, ja. Für Oktober sind jetzt, glaube ich, schon 12 oder 13 Bands angekündigt. Lies vor, machen wir mal. Wen haben wir da alle zum Beispiel? Death Rising. Nice. Etwas, wo ich das Logo nicht ganz lesen kann. Super. Das ist immer wichtig. Razor Gods. Yeah. Okay. Noch was ich nicht ganz lesen kann. Bruder, steht nirgends facebook.com/band. Ja, weiß ich nicht. we blame the Empire, Vertilizer, A New Chapter, Days Effect. Vertilizer. Ja, sowas halt. Also viel lokale Bands. Das ist immer cool. Okay. Da hast du ein Festival. Ich meine, ja, die sind halt hauptsächlich von dort aus der Nähe. Ja. Aber eine Handvoll Wiener Bands waren immer dabei. Street to the Ocean aus Wien. Deathcore. Sind dieses Jahr dabei? Ja. Oder waren? Na, sie. Naja, voll. Nein, ja, das ist halt, weil der Walter halt einen Connex zu Wien hat und halt doch Shows in Wien macht. Ja, aber vielleicht, wenn er mal wieder zuhört, dass er vielleicht ein bisschen mehr in den Süden schaut und so zu Fans, ja, so wie Sinita oder so. Walter, Sinita, bitte. Bitte, Sinita. Und bucht. Nein, gibt auch andere gute Bands, aber. Nein. Ja, voll. Also das, die Veranstaltung wäre so ein Forum. Ja? Und das ist halt, das macht er nur einen Tag, glaube ich. Ich meine, ja, sicher zwei? Mhm. Echt? War das nicht immer ein Tag in Wien und am nächsten Tag was da? Es gibt mehrere Editionen. Ich glaube, dass in Forchdorf war immer das große zweitägige. Okay. Wo man mit Mothership auch schon mal dort war, wo die Unguided Headlines hat. Das Ding war das, ja. Und das hat zwei Tage? Also wir waren nur einen Tag dort, aber ich glaube, da hat es noch einen Tag. Okay, deswegen, vielleicht ist es vermutlich ist es meine eigene Ignoranz, dass also ich war einen Tag dort und spielt natürlich nur einen Tag. ja. Also ein Forum, meinst du? Das wäre natürlich sehr cool. Ja, wäre jetzt spontane Idee. Aber ja. Ich meine, ja, mit Call the Mothership, wann war es das letzte Mal? Also, wie noch Konzerte waren in Graz, in der Steiermark. Schlänger her, oder? Ich glaube, das letzte Mal oder in war der Steiermark mit der Dogs for Astronauts? Ich weiß nicht, ich glaube die Weekender is not a Tour war zuerst und dann hatten wir einen Gig im Explosiv. Ah, okay. Ich glaube, das war danach. Das okay. Bin mir recht sicher, das war danach. Ja. Okay. Zweimal haben wir gespielt. Beides Mal, Graz. Beides Mal sehr cool, ja.
Ja. Das Explosiv ist zum Beispiel auch ein super Ding. Also jetzt, wenn wir zurückkommen auf Infrastruktur, also was da alles ist und geht. Ist ja eigentlich auch ein Jugendzentrum. Ja, voll. Voll. Na, die Bühne ist sehr cool, außer man muss bei der Bar spielen. Ja, okay. Mhm. Weil, ja, das war unser allererster Gig bei Sinita. In dem Eck dort habt ihr gespielt. Ja, aber pass auf, unser bestes Lineup ever. Wer war dabei? A Night in Texas mit Anthony Barone auf die Drums, Rings of Saturn und Aversion's Crown. und Castiel. Und das war im Barraum. Wir haben alle erwartet, die drei großen Fans, das muss auf der Bühne sein. Und wir kommen hin, ja, ihr spielt da drinnen. Okay. Zwischen und Bar und Garderobe. Ja, genau, dort, wo der Merch aufgebaut ist. Genau. Wer war das? Wir brauchen Namen, Wohnorte. Das ist ein Verbrechen. Das sagt uns der Don Däniker, wir müssen unsere Booms abdrehen. Die Anlage, da führt das nicht. Sonst gibt es das Explosiv am nächsten Tag nicht mehr. Ja, genau. Und wir, what the fuck, okay, machen wir. Und nach uns hat jede Band mit Booms gespielt. Das war mega fett. Naja, sonst haben die nichts mehr, wenn ihr dann schon das... Ja, genau. Ja, wie das halt ist. Nein, weil die große Bühne ist echt cool. Da ist auch der Fun super, aber... Ja. Wicked. Na, das ist echt... Da muss ich sagen, das ist ein bisschen deppert. Ja. Mhm. Ja, na... Ich hoff, wenn jetzt Konzerte wieder angehen, was ja jetzt schon passiert ist, bitte, in der Szene Wien, haben jetzt... wer hat alle gespielt? Schon mehrere. Mehrere Konzerte oder mehrere Bands? Nein, mehrere Konzerte. Ich glaube, eins war eben vom Walter. Ja. Aber es hat auch an andere Tage schon was gegeben. Das mit Ocean's Blacklist. Ja. Glaub ich. Mit Sitzplätzen, oder? Ja, das ist eine Sitzpartie, oder? Ich glaube, es ist eine Sitzpartie. Bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Da. Ich glaube schon. Boah, heute haben wir gut recherchiert. Bist du deppert. Großartig. Ja, voll arg. Also, ja, ich hoffe, dass das jetzt schon langsam wieder anrennt und dass wir dann bald alle durchgeimpft sind und dass wir restarten können. Und da bin ich eh gespannt, wie lange sich diese Anfangseuphorie hält und ab wann man wieder sagt, so, okay, Konzert gehen wir hin. Das wird sehr spannend. Naja, ich sag's eh immer, ich hätte mir wünschen, dass man endlich draufkommt, was das eigentlich für ein fucking Geschenk ist, dass man das machen kann. Ja. Und ich habe mir notiert, welche Leute gesagt haben, wie geht das so ab, wenn ich vermisse das und bababa. Die Leute, die das dann ignorieren in einem halben Jahr, ja. Und sagen, ja, ich fühle alles normal, die werde ich daran erinnern. Ja. Ja, man vermisst es nur, wenn es nicht mehr da ist. Auf einmal dann, ja, voll. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Habt ihr irgendwas? Habt ihr das letzte eineinhalb Jahre produktiv genutzt? Oder Energie getankt? Ist ja. Auch okay, auch valide. Beides. Also wir sind ein bisschen hinten in unserem Zeitplan, in unserem persönlichen Zeitplan. Also wir haben jetzt keinen Druck oder so, aber eigentlich wollten wir schon längst was releasen. Mhm. Aber ja, der eine macht Matura, Abendmatura, der andere studiert. Da stockt dann das Ganze ein bisschen mit dem Studiosuchen, haben wir lange Zeit verbraucht. Aber wir haben jetzt 5 Lieder fertig und die werden wir jetzt recorden. Wir fangen nächste Woche an. Und ein Musikvideo ist schon gedreht. Ja. Cool. Schon in den Startlöchern. Darf man fragen, wo ihr produzieren lasst? Oder ist das super secret? Das ist super secret. Nein, okay. Bei Odeholm Studios, also beim Buster Odeholm. Buster. Ja. Okay. Ja. Also wir haben die erste EP beim Gamusch Matthias aufgenommen. Der hat das auch sehr gut gemacht. Grandmaster. Shoutout. Ja. Lieb ihn. Aber der hat sehr viel um den Hut und jetzt wollten wir mal was Neues probieren. Aha. Beim Buster kommt auf jeden Fall was Neues. Es ist. Ja. Der macht sein Ding. Und schier. Ja, der macht das sehr gut. Der passt eh gut hin.
Habt ihr auch irgendwie so Songwriting-Dienste vom Kalle? Nicht? Ich war schon am Überlegen. Warst du okay? Ja. Na, das würde ich nicht machen. Für Studioprojekt vielleicht okay. Ja. Aber das will ich nicht, dass. Du meinst deine Songs und Kompositionen, das ist eh schon so kompakt, dass das nur stören, ja, wenn man immer. Okay. Das soll schon von uns kommen, irgendwie. Ja, ja. Aber ich finde es das cool, dass du trotzdem überlegt hast und das erklärt. Ja, so cool, hin und wieder, ich weiß nicht, ist ja schon ein bisschen vielleicht zum Blindspot aufdecken oder so als Boon of Approval, dass man sagt, ja, hey, der Kalle von Wildjagder hat mit uns zusammengearbeitet und noch ein bisschen Spice dazugegeben oder so. Mhm. Aber ja, wie gesagt, finde ich cool, dass man das auf jeden Fall ist. Ist nichts Schlechtes, aber eher sicher nicht. Haben noch genug Ideen. Mhm. Also ja, es wird in den nächsten Monaten zum Mai. Also ihr habt so dahin gearbeitet. Und genau, und wir haben auf jeden Fall vor, jetzt dann nach Release regelmäßiger was zu releasen und nicht so lange dann wieder zu warten. Okay, das heißt, wann ungefähr, zeigt ihr mal was? Oder wann ist es geplant? Einrichten können. Juli. Ja, ich vermute, das Video wird sich vielleicht im August. Mhm. Okay, also im Sommer dann. August September kann man damit rechnen, ja. Okay. Ja, sehr nice. Da freue ich mich drauf. Wenn wir das was im Hause oder vom kommt. Spannendes Material. Voll. Darf ich noch so, das hat der Peter vorgeschlagen. Das unsere klassische Frage? Ja, voll. Die cool. Klassische Tour-Line-Up-Frage. Okay. Quasi, okay, du kriegst ein Budget, ja, und sagst, ja, hey, nimm ein paar österreichische Bands mit, ja, und fahrt auf Tour, welche anderen drei Bands, ihr seid dann zu viert unterwegs, nimmst du in den Tourbus mit? Ihr habt so einen tollen Nightliner, alle Bands haben Platz, alle haben leibende Abteile und so, also es ist... Ja. No expense. Du müsst das nur teilen, jeweils mit einem anderen. Ja. Wie lange geht die Tour? Also, es ist mehr wie ein Weekend. Ja, far. Da wird mir jetzt einfallen, Castiel wird man mitnehmen, ja. Wenn die jetzt wieder aktiv sind, man weiß es nicht genau. Angeteased, haben sie jetzt was? Naja, in unserem Gedankenexperiment, ja, voll aktiv. Ja. Sehr gut. Jetzt müssen sie. Jetzt müssen sie. Nein, die würde man mitnehmen. Call the Mothership, wenn sie wollen. Ah, oh, that is so nice. Wirklich, wir können uns gut passen. Auf jeden Fall. Ich finde das immer spannend, wo wir überall dazu passen. Ja, es ist in Österreich. Deathcore Bands. Kann man an der Hand erzählen. Man hat uns schon viel geschimpft, noch nicht Deathcore. Ja. Thanatos. Okay. Na, jetzt so. Tiefe getan. Okay. Da vielleicht. Schwierig noch. Implora vielleicht? Oh Gott, ich glaube, die würden uns alle in Grund und Boden spielen. Du hast schon mal gesehen, wie die ausschauen auf der Bühne. Oh mein Gott, das ist eine Band. Das ist ein richtig böse Hund. Ja. Jetzt dieselbe Frage, aber internationale Bands. Ja, ihr seid aber nach wie vor bei der Tour dabei, gell? Das ist, ihr seid dabei und drei internationale Bands darfst du aussuchen. Für ein tolles Tour-Package mit Sin Eater. Ich meine, das ist Last Breath. Kurz überlegen. Dass ich rauskriege. Auf jeden Fall, ich meine, das ist Last Breath. Ich weiß nicht, warum oder mir das jetzt kommt. Ja. Oder Vilchata, könnte ich auch gehen. Das ist sehr, sehr wirtschaftlich, weil das sind mehrere Leute dieselben. Ja. Genau. Enterprise Earth wäre auch geil.
Da bin ich mit dem Gitarristen ein bisschen befreundet, nehme ich Gitarrstunden. Oder habe ich mal genommen. Sehr cool. Und sonst, ja, so, so, so halt Mano a Mano oder über Skype? Über Skype. Okay. Ja. So werden wir uns in Wien noch einmal getroffen. Ja. Aber ja. Infant Annihilator, wenn sie spielen würden. Oh Gott. Oh Gott. Das wäre geil. Das wäre geil, ja. Das wäre ja, richtig cool. Würdest du, wenn dich jemand fragt, sogar wie, hey, würdest du mir eine Skype-Session geben? Würdest du sagen, ja? ja, ich wüsste nicht, was ich ihm dabei bringen könnte. Also, ja, ich meine, damit würde dann eh die Person kommen. Oder würde halt sagen, ja, hey, mich würde sehr genau interessieren, wie du deine Sachen machst, weil ich komme nicht dahinter. Quasi, würdest du das anbieten? Ja, also wenn mich wer explizit danach fragt, klar, warum nicht? Ja. Aber jetzt so von mir aus, hey, ich gebe Lessons. Na, das... Okay. Na gut, ab jetzt ist es so, ja Leute, ihr habt es gehört, ja? Ja, fragt mich gerne, sage ich, wenn mir die Gitarre ganz tief runterstimmt. Und ja, weil ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl, dass das ist auch ein sehr wesentlicher Community-Punkt geworden, eben aus unserem letzten Interview mit ich möchte immer sagen Fahn Solo, weil er ist auf Facebook, das ist der Fahn Solo Project, ja, und okay. Ich habe immer gelesen Fahn Solo, und das ist cool. Das ist Fahn Solo Projekt, ja. Ja, nein, das Projekt muss ich nur ganz leise sagen, Fahn Solo. Und ja, da habe ich das Gefühl, da rutschen nicht nur Bands ein bisschen näher zusammen, sondern auch die Community dazu, und mehr so die nicht so lauten Szene-Mitglieder kommen da zusammen, ja, eben dadurch, dass man sagt, hey, du Gitarre, ich Gitarre, zeig mir mal deinen Schlüssel, und eben über Skype und so Technologie macht's möglich, tauscht man sich halt dann aus und macht halt dann, kann quasi eine also ich sage jetzt nicht Jam-Session, aber halt eine Wissensaustausch-Session machen, wann auch immer, weil man muss nicht zu einem anderen fahren, und der braucht keinen Proberaum quasi, sondern ja, macht halt aus und sagt so, hey. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, dadurch rutschen schon Bands auch zusammen. Wie läuft das ab genau? Naja, also, wie gesagt, relativ so rudimentär, wie so wie bei uns, nur halt mit Gitarren. Ja. Ja, wir machen das jetzt auch gerade über Skype und haben gesagt, hey, Termin dann und dann machen wir. Ja. Und das ist nur, dass muss die man halt kein mitreden Podcast können. Ja, nur, dass die halt mitreden können, über wie man einen bestimmten Chord greift. Ich habe keinen Plan. Also. Voll. Oder dass sich vielleicht im Vorhinein überlegen und ausmachen, hey, mich interessieren deine Chord Progressions, und oder ich habe da ein paar Ideen, magst du da mal drüber schauen, und sowas halt, ja. Weil da kann man sich sehr konzentriert und isoliert halt auch mit jemandem aus einer anderen Band treffen und einmal Klartext reden. Ach Gott, es ist schon ein bisschen spät heute, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen. Ja, beziehungsweise man muss ja nicht nur über Gitarren reden, man kann ja dann auch generell sagen, also sprich, das, was wir machen, ja, lege ich einen jeden einmal ein bisschen näher und halt einmal bewusst auf eine andere Band zugehen. Eben, wenn wir wieder zurückgehen zu dem Thema, wie überbrückt man die Kluft, ja, nicht nur zwischen Distanz, ja. Ja, das muss man ja nicht nur in seiner Stadt machen oder in seinem Bundesland, sondern eben, wie gesagt, man kann auch mit Herrn Sini, der hier, sich mal zusammensetzen und sagen, also, ich mache dir einen Schüssel. Na, und vielleicht erst recht, mit jemandem, den man nicht so gut kennt. Wo man zwar die Sachen auf Spotify findet und reinhört und sagt, hey, das ist ja cool. Hallo, ich bin der, wir haben uns noch nie getroffen, aber vielleicht kannst du ja mal reden über so und so. Ja, das klingt sehr interessant. Voll, weil ich meine, ja, das klingt jetzt so, ja, es ist eh obvious, ja, aber I don't know. Ich habe halt das Gefühl, so habe ich
keine Ahnung, 90% meiner Musikbekanntschaften in den letzten 10, 15 Jahren gemacht. War halt einfach nur, hey, oh, ich bin der von dort, ich finde dich geil. Schreib mal. Mhm. Oder red mal, wenn wir uns sehen. Oder ja. Skype mal oder irgendwas. Ja. Und weil, I don't know, was ist the worst case? Die andere Person schreibt nicht zurück. Ist jetzt nicht so, dass dann die Facebook-Police kommt und dir die Tür einrennt und sagt, ah, sie haben die Person angeschrieben, das dürfen sie nicht. Sie hat sich gerade angezeigt. Ich glaube, nicht so schnell passieren. Wenn, dann würde es mich wundern. Ich wäre überrascht. Ich würde es aber auch geil finden. So ein SWAT-Team kommt rein. Open up, FBI. Ja. Facebook-Police. Ja, also, wie gesagt, deswegen nochmal meine Frage. Du wärst da bereit, beziehungsweise hast du dir schon mal irgendwie gedacht, keine Ahnung, ich hätte gerne mal den anhauen, also jetzt nicht den Dude von Enterprise Earth, sondern, keine Ahnung, irgendwen aus Österreich und einfach mal quatschen, wie der so seinen Shit beisammen kriegt oder, wie kriegen die ihre Konzerte zusammen und so, ja? Ja, habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, ich meine, wir haben mal ein bisschen gequatscht. Ja. Aber sonst, weißt du, die meisten Gitarristen, die dann so mehr kennen oder so, sind eh aus Graz und so, die kenne ich dann oft persönlich. Mhm. Aber wäre mal interessant, mit Wiener Bands ein bisschen zu quatschen. Wir verknüpfen Gitarristen. Gerne. Aber meistens ist es schneller, die Leute einfach direkt anzuschreiben. Ja, voll. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass wir irgendwie Leute auf einmal zusammenbringen und die was miteinander gemeinsam machen. Also da muss jetzt kein Projekt entstehen oder sonst was, sondern ja, einfach nur mal sich austauschen und Ideen austauschen. Das wäre, ja, wenn man das irgendwie kultivieren könnte. Und jeder einen trifft, der den anderen auf so eine Idee bringt. Das wäre schon brauchbar, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, dann findet man das auch nicht mehr komisch, dann ist man auch nicht mehr so distanziert, wenn man als Wiener Band dann wohin kommt oder andersrum, weil dann trifft man sich auf einmal so, es ist die Person vom Bildschirm, jetzt in Real Life. Das habe ich eh gemeint, mit Plattform, dass die Bands ein bisschen zusammenbringt. Das wäre sowas. Discord-Server. Habt ihr damit irgendwer von euch? Ja? Die Paula hat da eine kleine Initiative. Okay. Kann man hier unten dann bestimmt verlinken. Aha. Magst du kurz was drüber sagen? Dass man es ist jetzt halt eine, ich weiß nicht, inwiefern das der Plan ist, also ich möchte da jetzt nicht zu viel verplappern, aber natürlich gibt es auf Discord die unterschiedlichsten Server, wo man halt sich zusammenreden kann, wo es Voice-Channels gibt, wo es Text-Channels gibt, die man schön separieren kann. Mhm. Dann gibt es natürlich auch die Bassgruppe von Pavel. Ja, die ist sehr sehr gefragt. Ich meine, es ist halt nur Bassisten und vielleicht nicht aus Österreich. Metal-Bands, aber das sind nur Bassisten aus Österreich, das funktioniert ganz gut, wo auch viel geteilt wird. Und jetzt tatsächlich auch so, also alles von, hey, ich möchte gerne neue Pickups für meinen Bass haben. Welche Pickups habe ich übersehen bis jetzt? Oder ich habe dieses Cover gespielt, schaut euch das an, und da kommt dann nicht nur ein hey, cool, sondern da kommt dann auch so, ich sehe, du verwendest diesen und diesen Bass, wie sind die Bünde? Also da ist schon ein bisschen sinnvollere Interaktion wie nur ein Like und Upvote. Ja, sehr, sehr konstruktiv und sehr, sehr freundlich auch. Wir haben schon einige Leute geschrieben, das ist die freundlichste Facebook-Gruppe, die sie kennen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Gruppe moderiert sich auch selber, obwohl es einige hundert Mitglieder gibt in der Zwischenzeit. Auf Discord hast du halt den Vorteil, dass sowas alles viel schneller geht natürlich. Nicht? Da hast du jetzt nicht so deine Topics, sondern es ist halt dein Chatroom. Wenn du da halt was reinschreibst und
jemand schreibt was rein, dann schiebt es halt alles nach oben und dann die meisten Leute werden in einem Chatroom nicht so, ah, welche Nachrichten gab es denn vor 4 Tagen? Und raufscrollen. Okay, also das ist halt sehr... Naja, aber dafür hast du die Voice Channels, das, ist dann, das ist dann schon cool. Discord ist super, also es hat sehr viel Potenzial. Ja, ich habe ich hab nur Discord-Erfahrung. Ich höre nur immer wieder so, ja, es gibt jetzt Community und wir haben Discord und so. Es gibt Facebook, warum brauchen wir jetzt Discord und so? Ja, Facebook. Nein, okay, das ist gar nicht mehr auf Facebook. Nein, es ist unterschiedliche Geschwindigkeiten. Es ist unterschiedliche Geschwindigkeiten. Je nachdem, was du suchst, wenn du schnell interagieren wirst oder halt einen gemütlichen Abend mit Leuten quatschen möchtest, so wie wir halt vielleicht nicht unbedingt mit Video, sondern nur Voice Chat, dann ist Discord schon sehr, sehr cool. Ah, verstehe. Okay. Ja, spannend, so ein Discord-Server für österreichische Bands oder vielleicht ein bisschen größer. Ja, ich werde mal genaueres in Erfahrung bringen und wir werden dann Infos teilen. Ja, mit der Franchise, mit der Franchisierung von der Verein. Mit der Branch. Brauchen wir mehr Branches. Ja, okay, also neue Sin-Eater diesen Sommer und hoffentlich bald dann auch auf diversen Bühnen. Nichts versprochen, aber es wird heuer kommen. Hoffentlich mal wieder irgendwann in Wien, ja, dass uns die Wadeln für ihre Richt. Hoffentlich. Und ja, magst du noch was sagen an unsere Zuschauer und Zuhörer? Puff, okay. Na, eigentlich nicht. Danke an euch. Sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Yes. War ein bisschen überraschend, dass ich jetzt alleine da bin. Aber. Das passt ja um. Aber ja, hat gut gepasst. Danke, danke. Ja, und ich finde das cool, dass wir mal wieder einen Big Boy aus der Steiermark hatten. Und ja, auf jeden Fall danke für die Zeit und an diesem Punkt ein dickes, fettes Danke an die beste Klangfarbe der Welt für den fetten Promo-Support und die fette Promo-Partnership. Kann man jetzt natürlich wieder vorbeischauen und die Leute direkt belästigen und gescheit einkaufen. Und ja, in diesem Sinne, danke an alle fürs Zuschauen und Zuhören und klick Like, Subscribe und so weiter und so fort. Nein, Big Boys Discord gibt's noch nicht. Schauen wir mal. Und ja, in diesem Sinne, stay big, bleibt massiv und gut bleiben. Bis zu einem nächsten Mal. Terry. Grüß euch. Bye.